Also das ist nicht original Monte Verità. Natürlich, die Verzierung ist genau wie am Haupthaus. Elisa von Kupfer hat sein Haus so gebaut, wie wir den Fidos gesehen haben. Quadratischer Vorbau im Stile so einer eher sizilianischen Villa. Dann eine dunkle Passage, wo der Mensch symbolisch den Tod erleidet. Und innen dann die Rotunde. Das Testament von Elisa von Kupfer lautete, der Garten gehört den Kindern von Minusio, das Haus dem Kanton. Und das Einzige, was ich will, ist, dass das Rundgemälde bleibt. Ich habe alle gesagt, düt lesbisch, also die Bevölkerung hat gesagt, sei lesbische Kunst. Naja, wir sehen sie ja jetzt. Es ist ja wirklich so, wenn man da durch den Wald kommt und dann hier rein, ist es ja wirklich ein wahnsinniger Aufsteller, oder? Weil, ich meine, gut, wenn Sie vom Künstlerischen her sehen, ist es ja nicht die Welt. Aber es ist eben einmalig, weil rund um 1900 haben eigentlich alle diese kleinen Gemeinschaften, die ja auf Lebensreform aus waren, wollten sich hier einen Tempel bauen. Der große Fidos-Tempel auf dem Monte Veritani wurde nicht gebaut. Und hier sehen Sie nun plötzlich, wie ein Einzelner sich das eben dafür gelebt hat, dass er diese Philosophie nun darstellt. Er hatte eigentlich nur eine Mansarde zur Verfügung und hat deshalb alles in Streifen gemalt. Das erklärt zum Teil, wenn dann plötzlich die Farben so überspringen und sich nicht so korrespondieren. Und natürlich ist das Ganze angelegt als ja, die vier Jahreszeiten. Dann haben wir das alles aufgezogen. Eben jedes Stück ist auf einem eigenen Panneau, so man kann es also auch transportieren. Wir haben es letztes Jahr in Lyon an der Biennale ausgestellt, auch als Diskussionsbeitrag zu dieser stupiden Diskussion über Rückkehr zur Gegenständlichkeit oder nicht. Und Sie sehen, es ist meistens, sind es vier Leute, die dargestellt sind. Die Körper sind immer mehr oder weniger dieselben. Als Elisa von Kupfer alt wurde und der Körper sich langsam aber sicher deformierte, ist er auf Suche nach einem Körper, der dem entsprach, wie er früher ausgesehen hat. Und den fand er in einem Gärtnerjungen in einem Kloster bei Genua. Den hat er dann hier hingeholt und hat dann meistens den Körper von Gino gemalt und seinen Kopf aufgesetzt. Das Ganze soll natürlich sein, wenn Sie das so stilistisch einordnen, das ist natürlich beeinflusst von der Renaissance, er lebt ja dann in Florenz, es ist also Gozzoli und der Zug der Heiligen Drei Könige, Botticelli und so weiter. Gleichzeitig geht es aber durch die 20er Jahre zusammen. In Frankreich hat damals Maurice Denis, dieser Symbolist, der auch so ganz zarte Farben brauchte, für eine Erneuerung der religiösen Kunst plädiert. Und Sie sehen nun, wie alle diese Jünglinge oder Androgyne, sie haben einen Heiligenschein, das sind also, das heißt auch Klarwelt der Seligen. Gleichzeitig haben sie aber diese neckischen Grüblein über den Po backen, also so dass dort auch wieder so ein kleiner Sinnlichkeitsreiz hervorsticht. Und ich meine, in aller Unschuld machen sie ja nun alle die Spielchen hier durch das ganze Fries hindurch, das Regenbogenspiel, die kleine Flagellation und so weiter, die Heidenrütchen, die aber natürlich im Paradies nicht schmerzen. Und es ist einfach wirklich so, ich meine, alle fragen mich, du bist doch immer für die avantgardistische Kunst und sagen, das spielt keine Rolle. Ich kann meine Kritik haben, aber ich weiß einfach, es ist
nun einmal einmal. Es gibt es nicht auf einmal auf der Welt. Man hat versucht, es ironisch zu nehmen und so weiter. Man muss sich nun vorstellen, wie Lisa von Kupfer, der sich damals auch mehr oder weniger verliebt hat in eine Italienerin, die Rita Fenacci. Und das war genau die Zeit, wo er dann eben diesen irrsinnigen Impuls hatte, nun also diese Riesenarbeit anzugehen. Und die Fenacci hat ihn ja dann überlebt. Sie hat auch Eduard von Meyer, seinen ständigen Begleiter und Philosophen, überlebt. Und es war dann natürlich in einem tristen Zustand, weil die Fenacci hat es dann weiter vermietet, dann Gastarbeit, also da lebten dann plötzlich 50 Gastarbeiter drin. Wir haben begonnen, es zu restaurieren, man sieht es dort, ich meine, Sie sehen überall, weil das nicht gerollt, im Keller geworfen wurde, dort hat es auch reingeregnet, haben wir natürlich pünktchenweise begonnen, dort sehen Sie es am besten. Man muss, weil das eine spezielle Art der Malerei ist, mit dieser Kreide und Agüso, dass wenn das Licht draufkommt, sollte es eigentlich sein, er hatte ja so Oberlicht eingebaut, sollte es sein, wie wenn das von hinten aufscheinen würde. Er ist ja auch meistens am Abend in so zwei Rittersesseln da reingesessen und hat aus der Zauberflöte Musik gehört. Das ist das alles vorstellen, das ist richtig zelebriert. Und gut, wir haben es jetzt so notdürftig renoviert. Natürlich müsste man